Ja, willkommen zu Let's Play GTA Online, oder Let's Test eher gesagt, weil es mein erstes Video von GTA. Ich habe selbst noch nicht gespielt GTA Online, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob es mir gefällt. Deswegen erstmal Let's Test, aber ich kann es mir vorstellen. Und vielleicht mache ich noch ein LP dazu, aber in die Woche mal ein kleines Rundchen GTA Online, Leute. Da muss ich schauen, erstmal GTA 5 habe ich durch, hat mir sehr gut gefallen. Will jetzt aber nichts spoilern für euch, für die es noch nicht gespielt haben. Ja, ich nehme mal Platz 1 hier. Ich weiß auch nicht viel. Ich habe es noch nicht gespielt, das ist mich auch komplett neu. So, gucken, wo wir jetzt landen. Ach, im Charaktermanagement, wie es aussieht. Können wir so einen Charakter zusammenbasteln hier? Ja. Vererbung. Erstmal kann ich hier Oma und Opa aussuchen, oder was? Hammer geil. Mutter der Mutter und Vater der Mutter. Ach so, okay, ja. Also Großmutter 1. Wie sieht denn meine Oma aus? Welchen nehmen wir da? Wie viel gibt es denn hier? 6, 7, es gibt einige. Weiß nicht, wir jetzt irgendeinen. Ich glaube, das ist mit den Großeltern auch nicht so wichtig. Ich war so was. Nehmen wir jetzt diese. Großvater nehme ich mal. Den ist eigentlich egal, glaube ich, oder? Ähnlichkeit der Mutter. Einmal mittig. Mutter des Vaters, all also die Eltern vom Vater. Ich glaube, das beeinflusst halt auch den Vater, wie er aussieht. Ja, die Oma. Nehmen wir mal. Keine Ahnung. Nehmen wir jetzt die. So, und Vater des Vaters. Nehmen wir. Stehen so. So, dein Geschlecht. Männlich oder weiblich? Natürlich männlich. Männlich! Deine Ähnlichkeit. Das habe ich eben machen müssen. Ja, so rechts sehe ich meinen Kollegen. Da finde ich die ganz in Ordnung aus. Wie mache ich denn jetzt weiter? Jetzt wahrscheinlich. Was habe ich auch gemacht? Achso, darauf gut. Lifestyle. Okay, machen wir mal. ja, schlafen machen wir. Mal gucken, wie will ich meinen Charakter schlafen? Mache ich 6 Stunden. Mit Freunden und Familien. So, 4 Stunden. Sport treiben. 2 Stunden legale Arbeit verrichten. Also, aber cool aus den Rechten, so ein komischer Anzugträger. So, also, auf dem Sofa rumlungern. Stunde, Partys. Ja, ich finde, so sieht ja in Ordnung aus. Es geht eigentlich nicht darum, was das letzte Mal wieder aussieht, wenn ich jetzt mehr legale Arbeit verrichten mache. Zum Beispiel, nehme ich mal weg. Denn da so ein komischer Schlipsträger, dann habe ich keinen Bock zu. Mal 4 Stunden Sport treiben, hier habe ich vor die Sportkanone hier. Lass ich auch mal so. Erscheinung, Alter. Gucken, es gibt ein Spektrum von 40 bis 21. Da würde man sagen, ist man einfach mal 26. Haare kurz geschoren, Iro, Hipster, Seitenscheitel, Kurzhaarschnitt, Bikerfrisur, Pferdeschwanz. Kann ich den Clown drehen, ja. Gel-Frisur. Kurz gekämmt. Nehmen wir den. Ist das noch, oder? Wohl, ne, sieht ein bisschen kacke aus vorne. Stachelfrisur. Das ist nice. Stachelfrisur nehmen wir. Haarfarbe. Ihre. Schwarz oder die ist leicht blond?
Ne, nämlich schwarz. Bart. Ne, nehmen wir da einen Bart Simpson, nehmen wir. Mongolenbart. 3. Nicht. Nee. Mach ich vielleicht den Startbart schon ganz in Ordnung, den am Anfang ungepflegter Bart hier. Ja, den nehmen wir. Hut. Keine Mütze und kein Hut. Ne, Mütze will ich nicht. Hut auch nicht. Hut, nö, 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 brauche ich nicht. Brille. Keine Brille will ich nicht. Wenn noch eine Gangsterbrille, so eine Sonnenbrille mit die. Crew-T-Shirt. Nur Crew-Farben. Eins habe ich schwarz, eins habe ich weiß, eins habe ich grau. Schwarz, Crew, Emil, Weiß, Grau, Schwarz, alle möglichen Farben. Eigentlich habe ich auch die falsche Crew jetzt drin. Ich hatte mal IGN, aber eigentlich habe ich eine andere Crew mittlerweile. Nicht mal kein Crew-T-Shirt erstmal. Muss ich mir die Crew nochmal gucken. Also eigentlich habe ich eine andere Crew schon, bin ich mir schon beigetreten. Die hatte ich bei Max Payne, die IGN-Crew ist das, glaube ich. Ja, muss ich mal gucken. Kein Crew-T-Shirt erstmal. Ja, speichern und weiter. Name des Charakters. Nehmen wir doch mal Gamer Panther. Nee, das passt nicht bei GTA. Nehmen wir einfach Kevin, come on. Ready? Ja, ich bin ready. Bestätigen. So. So, jetzt lädt er. Ja, jetzt haben wir ein geiles Intro. Wir fliegen über die Weinwortbuchstaben und sehen im Hintergrund Los Santos. In GTA Online kannst du Jobs ausführen, die dich mit Spielern aus aller Welt messen. Mann, die Grafik vom Spiel ist einfach der Hammer, finde ich. Echt, ich finde die episch. Echt, die ist der Hammer. Nimm an Jobs teil, wie Rennen gegen deine Freunde, Crewmitglieder oder andere Spieler Teil 7 Spiel oder im Rockstar Social Club nach, welchen Platz du in den weltweiten Bestenlisten erreicht hast. Du kannst anderen Spielern mit selbst erstellten Jobs neue Herausforderungen bieten oder auf Spieler wetten, um an Geld zu kommen. Da muss ich einmal die Welt nachladen mit der Runde. Das ist der Hammer. Grand Theft Auto Online. Du kannst deine eigene Sammlung von Autos und Motorrädern in Garagen speichern, die überall auf der Karte zum Verkauf stehen. Fordere andere zum Tennis, zum Golf oder zu vielen weiteren Aktivitäten heraus. Ach ne, selbe Text. Ja, da sind wir. Wir sitzen schön im Flugzeug hier, wie ich das gehört, Leute. Im Verlauf des Spiels sammelst du Reputationspunkte, RP. Das Ausführen von Jobs und Erledigen von Gegnern erhöht deine RP. Mann, hört das geil an. Hört das besser als EP. Hast du genug RP gesammelt, erhöht sich dein Rang. Dadurch werden neue Waffen, neue Ausrüstung und neue Fähigkeiten freigeschaltet. Deine Rang wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Du kannst runterdrücken, um deinen Rang anzuzeigen zu lassen. Und da sehen wir Lamar, den wir aus der Kampagne kennen. Just probably need to get settled in. Got that jet lag, you know? So I got a little gift for you. Welcome to Los Santos. Untraceable. You gotta love that. Who your partner is, pimp? Who your partner is? Man, dog. Hot director Aaron Gupt. There's all kinds of opportunities in Los Santos. I mean, that's if you got the nuts to pull them off. And don't even trip, man. Your boy know people all over the city. Like, boy Hal, he is like hands down the best mechanic in town. Or the other boy Simeon, man, he's literally the best bullshit artist in town. Or we can go fuck with the homie G, or any of the homies from family for that matter. You straight. Matter of fact, we gonna fall through on Hal right now and see if we can get us a raise, you know? You with the business, we can make us a little wage. Ooh, wait,
shit. Ja, hier sehen wir jetzt die schöne Los Santos bei Nacht. Sieht natürlich hammergeil aus, die Stadt. Ich finde, die ist echt richtig geil designt im Allgemeinen. Oben sehen wir die Winewood Hills, wenn wir sie mal so nennen können. Ja, also immer zur Story nochmal. Es geht am Ende bei den Auswahlmöglichkeiten. Schreibt mal in die Kommentare nur den Buchstaben, welchen ihr gewählt habt, weil mit den anderen nichts spoilert. Schreibt mal, würde mich mal interessieren, welches Ende ihr gewählt habt. Würde mich nur mal interessieren. Ohne jetzt mehr dazu zu spoilern. Wo fahren wir immer auf? Schön auf dem Parkplatz hier. Schön oben mit der Klo-Werbung, ne? So, rennen. Los Santos sehen und gewinnen. 1 bis 8 Spieler, 0%. Und ich gehe gar nicht selber, ich gehe von allein dahin. Hammergeil. Warten auf andere Spieler. So, jetzt suchen wir erstmal Spieler. Erstmal raus aus dem Flieger drauf, wie ich das gehört. So, jetzt warten wir auf andere Spieler. Hammergeil. Und so. Bin ich mal gespannt, wie ich geht hier online so spiele. Ich habe nichts davon angekauft auf YouTube eigentlich. Also ich habe mich voll unbefangen jetzt hier rein eingelassen auf das Spiel, sag ich mal. Also ich wollte mich auch nicht spoilern lassen. Ich wollte einfach mal ganz gechillt nachher GTA Online zocken, ohne halt schon zu wissen, was mich da erwartet. Und warten auf andere Spieler. Das dauert. Den Ladekreis dort, da geben wir auch schon einen Sack von der Story. Also wenn man in die Story einsteigt, lädt er erstmal knapp 1 bis 2 Minuten. Also das ist schon echt nervig. Hier Karte. Das ist schon ein ganz kurzes Rennen. Einmal im Kreis. Ja, da haben wir schon die ersten Spieler. Einmal den Big 267, den Rasmus 2730, den Monster Quickie und den Kion 1209. Ja. Die gerade alle ihr erstes Rennen absolvieren wollen. Sitzung wird gestartet, das ist doch sehr schön. So, Fahrzeug. Gewinneraktion Stinkefinger. Rock, Gruß. Ja. Kann auch random nehmen, ne? Nehmen wir Bruderliebe, mal gucken, wie das, weil es unser Crew-Dingend ist. Achso, kann man das sehen, ne? Jo, was auch immer, nehmen wir den. Ja. Nehmen wir ein Fahrzeug auf random. So, mein Spieler, ich werde. Der perfekte Los Santos nicht hinter Boss, leider. Steht irgendwo, was ich jetzt machen muss? Muss ich jetzt wetten, dass ich gewinne, oder wie? Wette ich mal auf mich, oder wie? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Dann werde ich auf mich mal. 200, ich habe keine Ahnung, weil ich bin nichts riskiert. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache nachher. Könnt ihr einmal angucken? Lama. Jo, der Job startet in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's mit GTA Online, meine Freunde. Rennen, Los Santos sehen und gewinnen. Ach du Scheiße. Ich werde so verkackt, glaube ich.
dann noch Battlefield gezockt. Ich bin erstmal, also ich glaube voll raus. Da ist ja die Fahrzeugsteuerung mal richtig anders, ne Leute. So, aber mal Gas geben, ja. Zack, erster Checkpoint, wie ich das gehört, meine Freunde. Zweiter Checkpoint. So, ich habe gehört, man kann in GTA Online wirklich viel machen. Also von Rennen über Deathmatch, über einfach nur rumcruisen mit Freunden. Kann auch Häuser kaufen und so weiter. Also es geht schon einiges. Das gefällt mir sehr gut. Was sind wir denn aktuell? Ich glaube, Zweiter sind wir, ja. Wer ist denn Erster? Das weiß ich gar nicht. Jetzt bin ich Erster. Ja, ich will dich verarschen. Also ich finde, im Gegensatz zu vielen jetzt mal sagen, finde ich die Fahrzeugsteuerung hier eigentlich sehr gut. Ich weiß nicht, was alle immer meckern. Ich finde, die Wagen fahren sich gut. Habe ich eigentlich kein Problem mit. Ja, auch in der Story. Ich bin, glaube ich, nie Taxi gefahren, wo ich mir mit Frank das Taxi daneben gekauft habe. Ich bin wirklich eigentlich fast immer selber gefahren, weil es einfach hier richtig Bock macht, finde ich. Gerade weil die Stadt auch so, wenn eine Map richtig schön aussieht oder geil aussieht, wie hier zum Beispiel, dann macht es richtig Bock, da einfach rumzucruisen, finde ich, also. Wir haben schon Vollgas hier. Also ich weiß nicht, ob die anderen menschliche Gegner sind. Wenn ja, dann sind sie wohl relativ schlecht. Oder spielt zum ersten Mal GTA oder so. Also ich finde, das mit der Fahrzeugsteuerung ist nicht gerade schwer. Aber vielleicht sind es auch nur Bots, die einfach so getarnt wurden als Spieler. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das müsste man erstmal rausfinden, sag ich mal. Ich bin mit langsamer geworden, weil das Schild umgepustet habe, ne? Alter, wo sind die denn ganz? Naja. Fahren wir weiter hier, immer noch Erster. Also das Rennen ist echt eine chillige Sache hier. Weil wenn das echt menschliche Gegner sind, dann sind die nicht gerade gut. Ihr seht ja, ich fahre jetzt nicht gerade hier über, ich fahre jetzt normal einfach chillig hier lang. Ich habe nicht gerade eine gute Beschleunigung, muss man sagen, also ich habe die ganze Zeit voll durchgedrückt, das Gaspedal. Und irgendwie kommt es hier nicht groß voran, ne? Fuck. So gut, ich dachte, der Wagen fährt nämlich rein von der Seite, aber die denken mit, die bremsen erstmal schön, wie ich das gehört. Muss man das auch sehen, ne? So. Und das ist das Ziel, da haben wir schon geschafft. Das ging auch relativ einfach. Zack. Erster. 2 Minuten 55. $3.800. Und Rang 2. Gewonnen. IGN Crew, mit der ich eigentlich mal bin. Wo ich mal gucken, ob Crew mich damit irgendwie umstellen kann. Mich mal interessieren. So, fortfahren. Warten auf Spieler. Achso, ne, ich will jetzt nicht mal probieren. Ja, es scheinen wohl wirklich Gegner gewesen sein, wenn ich so auf deren Profil zugreifen kann. Also werden es wohl echte Spieler gewesen sein. Außer Lama natürlich. Hm, komisch. Gucken wohl irgendwie nichts. Ja, ich habe 2040 gewonnen. Wetten? Ja, ich weiß nicht. Ist das jetzt mein Wetteinsatz von vorhin? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber da muss ich mich noch ein bisschen mit schlau machen, dass ich spiele gerade das erste Mal. Ihr habt ja gesehen, ich muss ja mal Charakter erstellen und so. Also bin noch komplett neu in der ganzen Aktion. So, was passiert jetzt? Bin ich mal gespannt. Erstmal wieder den Ladekreis unten rechts in der Ecke. Hammergeil. Ja, ein sehr schöner Hintergrund gerade, den man da sieht. Man sieht etwas wie eine Wolke. Ja, auch sehr scharf, also sehr scharf gestellt, muss man echt mal sagen. Also die Unschärfe ist kaum zu erkennen. Ne, ich dachte nicht, da geht die Online auf eben wieder Battlefield 4 gespielt und da ist mir das schon wieder refreezed, also.
Das ist echt noch ganz schlimm mit dem Spiel, also ist echt nicht schön. GTA Online ist echt, hatte ich glaube ich nicht einen Freeze gehabt in der ganzen Storyzeit, also lief immer gut. Im Gegensatz halt zu Battlefield 4. Man, if you don't get off my phone with this bullshit. Fuck. Man, some people are so clean. Hey, what that shit do? You trying to make some cheese? My boy Gerald G, he looking for somebody low-key right now to be 1000 with you. I'm thinking you. Look, it's a big exchange of merchandise going down. The Bagos and the Ball Eaters and squash their little cultural differences or what the fuck ever. Anyway, why don't you slide down there and see if you can shake up the free market economy a little bit and get that cheese. Hey, I'm gonna text you the boy G address. Don't even trip, he's straight. That's my dog. You know we got you. Wir haben jetzt den nächsten Auftrag oder die nächste Mission bekommen. Gucken, was hier jetzt abgeht. Muss ich das machen? Begib dich zum Treffpunkt. Ach, ich habe jetzt zwei random Multiplayer-Spieler in der Lobby. Andere Spieler werden gerade angezeigt. Nehmen wir runter mit dem Namen. Mal gucken. Mich ja mal interessieren würde, wer ob ich irgendwie Freunde einladen kann. Irgendwas habe ich einen Clown im Fahrzeug, der gerne schießt. Na, ich probiere aber ein paar Knöpfe aus hier, nicht wundern, welche mir durch die Gegend rumklick. Eine Sekunde, einmal ganz kurz hier mal was ausprobieren. Ja, ich wollte einmal hören, ob wir Radiosender haben, das muss ich kurz in Game-Sound lauter stellen, deswegen habe ich kurz gemutet, weil man es sonst total doppelt hören würde. Denn wenn wir Radiosender hätten, ich habe jedenfalls keine gerade gehört in der Sekunde, denn wäre das Problem, dass, ja, wegen der GEMA. Das wollen wir nicht. Begib dich zum Treffen. Ja, sind wir doch unterwegs. Oh. Mir finde ich gut, dass die Stadt im Multiplayer auch belebt ist und nicht jetzt halt mal wieder mitten in der Klappe fahren, habe ich gar keine Bot-Autos rum, sag ich mal. Das ist schon die erste Schießerei hier in GTA Online. Wieder konzentriert, dann laber ich mal so wenig. Wie machen? Habt ihr die Drogen? Ja gut, was ist denn hin? Ja, ist da nicht immer der Wagen eben noch? Ach, natürlich ist mit dem Wagen weitergefahren. Das ist ja der Hammer. Das ist mir geil, wenn man nicht mit Freunden spielt, dann hat man irgendeine random Clowns, die nur auf den Seiten gehen. Können wir zu Fuß hinterher rennen, aber das Hammer geil. Obwohl, ne, wir holen da mal einen Wagen. So, nehmen wir den Wagen mit. Vielen Dank, dass du mir den vorgefahren hast. Jetzt kannst du auch gerne aussteigen. So. Ich bin halt, ja, ich nehme mal mit hier. Ach, du hast schon einen eigenen Wagen, sehr gut. So, fahren wir hier rum. La 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 la. Gut, der hat die
Drogen schon hier hingebracht. Geh noch mit rein. Hey G, come out here, man. My folks here. What's up, dog? How you doing? Well, goddamn, you antisocial motherfucker, you gonna speak? Hey. See? I told you, y'all gonna get along great. Y'all can get take this shit on the road and have your little ventriloquist act going on. Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dope. Yeah. All right, here. It's right. Don't bother counting it. You get anything else interesting, bring it my way. Yeah, what I tell you, motherfucker? He like you. And now you got you some bread. What you need to do is go get you some motherfucking gear, because you bummy as fuck. You can't be walking around with me looking like that. You need to better representate yourself. You know what I'm talking about? Hey, G, don't get lost, fool. Come on, man, tear that shit off, man. I need my commission. G, you hear me, dog? I need my commission, nigga. You about a stingy motherfucker, man. Mission bestanden. Plus $500. Rang 3. Hammergeil. So, fortfahren. Rang erhöht, Schläger. Gibt es zum Bekleidungsgeschäft? So, kann ich jetzt die Spieler lesen? Wer alles hier im Spiel ist, gibt es eine Liste? Lass mich noch was sagen, und zwar habe ich hier noch einen kleinen Gast am Start in diesem EP. Eigentlich, Per, kannst du auch mal was sagen jetzt? Ja, hey, Per. Moin. Moin. Ja, Per hat schon sehr lange bei GTA Online am Start. Ich bin jetzt ein bisschen später erst dazu gekommen. Und jo. Per, du kannst mal sagen, ob ich dich irgendwie einladen kann oder so. Jein, ich habe dir schon versucht beizutreten, aber da du gerade noch in Tutorial bist. Bin ich nicht mehr jetzt, glaube ich, oder? Doch, bist du. Jetzt muss ich zum Bekleidungsgeschäft fahren. Ja, das gehört noch zum Tutorial. Und wenn das Tutorial zu Ende ist, kann ich erst beitreten. Das bin ich beim Teammate beigetreten, immer ein bisschen reden hier, weil er, glaube ich, Radio an hat, wenn ich das richtig höre. Das ist ein wenig schlecht, ja, das gefällt mir nicht so gut. Und ja, wenn er mal bremsen würde, würde ich gerne aussteigen und Bekleidungsgeschäft beitreten. Könntest du bitte mal bremsen? Ja, vielen Dank, mein Junge, danke. So, so. Also, jetzt bin ich beim Bekleidungsgeschäft. So. Du hast ja gefragt, ob man die Spieleranzahl sehen kann. Ja. Select, drück doch mal das Steuerkreuz nach unten. Also, wir spielen ja auf der PS3 und nicht auf der Xbox. Ja, da sehe ich jetzt Trevor, Michael und Franklin um mich, sag ich mal. Nee, nicht gedrückt halten, einmal kurz so andrücken. Da sehe ich die Karte. Bin What? Groß. Habe ich die Karte? Ach, jetzt, okay, ja, das habe ich. Okay, der höchste Level 54 im Spiel. Ich würde gerne wissen, kannst du mir mal sagen, wie ich meine Crew noch ändern kann? Ich habe eigentlich eine andere Crew, aber ich hatte im Max Payne 3 Stück. Du hast die Cross-Crew, oder? Nee, die IGN. Ich habe ja noch meine aus Max Payne. So. Aber ich möchte gerne ändern. Ich habe ja drei Stück gehabt. Und ich glaube, möchte gerne die hier. Musst du das nicht bei Social Club direkt machen? Ja, also beigetreten bin ich ja der Crew schon. Nur ich möchte gerne die richtig auswählen. Ich bin das in der IGN-Crew aktuell angemeldet, sag ich mal. Aber ich möchte gerne mit der. Hier sieht man die IGN gerade. Hm. Ich möchte aber gerne mit meiner richtigen Crew, mit denen ich sonst immer zock, rumrennen. Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich keiner Crew angehöre. Ich bin selbstständig. Selbstständiger so. Drogendealer. Dann nehme ich, hol mir jetzt mal ein schwarzes Sportsacko, ne? Ja, immer doch. Einiges. So, gekauft. Oder nee, Moment. Jetzt habe ich schon gekauft, das ist scheiße. Na egal. Sonst hätte ich mir lieber eine Jacke geholt, sieht geil aus. Kevin, du hast übrigens vorhin scheiße geredet, so. Was schon wieder? Beim Charaktereinstellungen, ja? Schlafen und so. Da meintest du ja, dass bestimmt nur so das Aussehen. Da habe ich mir echt einen Facepalm gegeben. Das bestimmt. Ganz kurz, was ist da denn für ein Scheiß? Ich wollte mir gerade was kaufen und dann steht der Discount Store geschlossen. Mich verarschen? Wurde der gerade überfallen oder? Ja, während ich gerade eingekauft habe.
nice. Kann ich die Teammates eigentlich umballern? Ja, kannst du. Aber ich kann irgendwie keine Waffe ausrüsten. Doch jetzt. Also kann ich jetzt die im Laden rumrennen, einfach umschießen? Wenn du die Waffe drin ausrüsten kannst, dann ja. Ich hab die Waffe in der Hand, jetzt kann ich aber den Kollegen dann umschießen. Dann schieß sie rum. Schön in den Kopf. Ja, ist down. Jo, nice. Der spawnt jetzt in der Nähe, also pass auf. Der wird da gleich verhindern. Ja, ich deck mich hier schon mal. Ich will mal ein bisschen für Action sorgen. Ja, aber ich wollte eigentlich, dass er... Ich dachte, Laden wäre es nicht mehr fallen. Ich kann wieder einkaufen, aber das bringt irgendwie nichts, ne? Das gehört jetzt zur Mission, das Einkaufen irgendwie. Das kann ich jetzt aber nicht mehr. Ich werde von dem Kopf gerufen, weil ich meinen Typ umgeballert habe. Na, dann hängen die Cops mal ab. Auf jeden Fall... Hier ist aber auch keiner. Dieses Schlafen und so, das bestimmt eben so ein bisschen deine Skillpunkte, die du am Anfang hast. So, ich deck mich mal hier, jetzt kommen die ersten Cops hier, den muss ich mal kurz wegschießen, dann gleich mit dem Auto abhauen. Oh Scheiße, von hinten auch noch. Okay, ich werde wahrscheinlich verrecken jetzt, bin mir relativ sicher. Also, es sieht sehr gut danach aus. Ach, guck mal, hier habe ich schon Polizeiwagen, mit dem hau ich jetzt mal ab, aber mal. Oh Scheiße, ich habe schon Heli am Arsch. Das ist nicht sehr gut. Jetzt hau ich erstmal ab hier. Kannst du mir nicht irgendwie hinterher joinen oder so, dass mich da meine Freundin ist? Ja, kann ich. War auch so geplant, nur bei mir steht hinterher join deaktiviert, weil du eben noch in... Achso, ja, dann muss ich kurz am Einkaufen, aber währenddessen muss ich einmal kurz vor eine Horde von Cops abhauen. Ja, dann werde ich dich mal abholen kommen mit der... Achso, wie kann ich ein Radio machen im Multiplayer? Das geht ja nicht wie im Singleplayer, oder? Den Sender wechseln? Doch. Achso doch, Radio aus, gut. Ja gut. Denn das Langram, wo ich eben nicht gefahren bin, dann, ne? Kann das nur der Fahrer wechseln, Per? Das weiß ich nicht. Also. Hab ich mir eine 3 Gigabyte schon wieder. Aber wie soll das denn hochladen? Boah. Ja, ungefähr 10 Minuten Video sind immer 1 Gigabyte bei der Auflösung, die ich hochlade, deswegen. Boah. Und 1 Gigabyte in meiner Leitung so knapp ein Stündchen. Ja. Das heißt, bin ich das, wenn ich wirklich die Stunde einhalte, sind 6 GB bei 6 Stunden. Du Scheiße, heute Nacht. Solange Alex das nicht hochladen muss. Er braucht, glaube ich, für. Ich glaube, er lebt mit 20 KB pro Sekunde. Das ist richtig schlimm bei ihm. Das geht gar nicht. Deswegen lädt er auch nur einmal wirklich Pen of Rico, was auch noch relativ klein ist. Weil es auch nicht so eine gute Qualität hat. Aber das kann man halt nicht ändern, weil Alex noch keine gute Leitung hat. Aber er bekommt ja bald eine bessere, weil ich weiß. Also ihm kommt aber vielleicht wahrscheinlich bei den 50.000, ne? Oh ja, da freuen wir uns alle. Ja, natürlich nice, und dem wäre das Skyrim LP auch weitergehen, aber da braucht Alex erstmal eine neue Grafikkarte. Das war so laggy. Oh, ich habe sie einmal abgehängt, das muss ich nur verstecken. Ich hab schon 3 Sterne, ey. Alle suchen hier viele. Nach rechts, welche Richtung abhauen soll, ich fahr mal hier rum. Nein! Alter, wer labert da im Hintergrund die ganze Zeit? Drück mal Select oder halt Select gedrückt. Ja. Dann öffnet sich so ein Menü. Ja. Dann gehst du nach unten und dann Chat. Und dann stellst du einfach Pro plus Freunde ein oder Freunde. Dann sind die weg. Crew plus, nur Freunde und dann hab ich meine Ruhe jetzt, oder wie? Ja. Also dann können, wenn ich da reinjoinen würde und übers PS3-Headset mit dir sprechen wollen würde. Dann, ja, ich werde vielleicht mal gucken, vielleicht werde ich auch so ein RP machen, so Art nicht täglich, das wäre mir zu viel, im Moment kann ich viel hochladen. Ich habe momentan wieder mit Uncharted ein bisschen angefangen. Bisschen. Dann habe ich auch noch BR4 am Start, deswegen, vielleicht, dass ich wirklich jeden Sonntag mal so eine einstündige GTA Online Folge hochlade, wäre auch mal was. Vielleicht auch nicht so einfach so eine durchgehende Folge, sondern einfach mal Zusammenschnitte, weißt du? Ja. Mit PR. Oha, jetzt will er mich doch haben. Na, jetzt muss angekündigt werden, machst du nichts. Habe ich auch so eine Spezialfähigkeit wie im Singleplayer? Hat meine auch sowas? Das wäre ja OP. Und wie möchtest du das realisieren, dass sich plötzlich die Zeit anhält? Also. Das ist irgendwie ein bisschen. Nee, hat man nicht. Oder okay, nicht, jetzt habe ich mir was zu anziehen gekauft, wenn mir ein Sakko gekauft, was überhaupt nicht passt beim Design. Ich habe jetzt so ein volles chillige Design und ein Sakko drüber. Jedenfalls, aber. Jetzt habe ich keine neue Mission bekommen. Musst du die Mission nicht abschließen? Muss ich noch mehr kaufen oder was? Wahrscheinlich noch eine Hose. Ja, soweit ich das kenne, brauchst du eine Hose und ein T-Shirt. Aber irgendwie ist es kein Laden mehr auf der Karte wie vorher.
Einladen auf der Karte. Die große Karte. Wie komme ich auf die große Karte? Wieder über Start ganz normal? Über Start ganz normal. Ganz normal, gut. Ist ganz, ist eigentlich wieder komplett Los Santos, also mit allem, ne? Auch mit Travers Wüsten gegen, ja, alles gut. Ja. Gut, denn markiert, wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Wer jetzt der nächstgelegene Klamottenladen? Da. Markieren wir den auf der Karte. Zack. Ich brauche immer ein Auto. Ich stehe hier mitten im Linkwo. Ruf Lamar an. Ah. Das hört sich doch ganz gut an, wenn er mal ruft. And they ensure don't nobody give a fuck no way. It's all good. I've been peeping this one spot they've been making a gang of bread. You down with that shit? One of the homies gonna meet you at the store to help you knock that motherfucker over. So, ich soll jetzt irgendwas durchziehen. Habe ich gerade nicht genau verstanden, weil ich gerade was anderes. Ich habe die Waffe gerade nebenbei geguckt. Einladung annehmen. Lamar Überfall. Muss ich jetzt? Musst halt du hoch, nicht annehmen. Und X. Mach ich aber jetzt. Musst du nicht. Aber. Okay. Begib dich zum Laden. Ich will mal einen Überfall mal zeigen, weil die Folge gleich zu Ende. Könnte sein, dass ich wirklich ein MP mache. Dies lade ich jetzt als letztes mal hoch. Vielleicht sagt ihr ja, mach bloß kein GTA. Das ist voller Scheißspiel. Als ob. Ne, jedenfalls. Also ich mache erstmal ein letztes Test jetzt und überlege ich mir das nochmal in den nächsten Tagen, ob ich da mal was raushaue. Wenn wöchentlich, zweimal wöchentlich, irgendwie so. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt's in die Kommentare. Na, das war aber wieder. Nein, das war nicht von Whitehead geklaut. Nein, nein. Nein, Per. Nein. Ich denke so von mir. Nachher verklagen die uns noch. Whitehead? Mhm. Aber ich glaube, schreibt es in die Kommentare, haben die nicht patentiert. Noch nicht. Ja, noch nicht, das ist uns auch egal. Dings, soweit ich weiß, hat, Elotrix hat seinen Namen, oder hat er seinen Namen im Patent, ne? Mhm. Hat zumindest gemeint. Ja, das ist auch das Zeichen hinter. Dieses TM. So, ich hole mir einfach mal einen Wagen. Den rote nehme ich auch mal daher. Der rote nehme ich mal. Ja, dann und so. So. So, erstmal aufsteigen. Sehr freundlich, dass er mir einfach mal seinen Wagen gibt, ne? Finde ich sehr nett. So, jetzt fahren wir mal ein Ründchen. Sind da auch nur 800 Meter. 4 GB, geil. Muss das nicht erst noch rendern und so? Nee, mein Aufnahmegerät für die Konsole, das zeigt mir automatisch so die Größe an, wie, also die, das, ja, das ist ein Format, das automatisch relativ klein wird. Nach dem Rennen wird es nicht wesentlich kleiner. Ach so, okay. Ich hab die, ich glaube, die meisten dann wissen, dass die Roxio Game Capture HD Pro, die hat auch ein eigenes Format, das ist M2TS. Das kann auch nichts außer das Roxio Renderprogramm rendern. Und das ist halt relativ klein. So, Läden, die überfallen werden können, werden auf dem Radar markiert. So, das ist eine Tankstelle, ja. Überfalle den Laden. Das machen wir direkt mal. Ich habe schon eine Shotgun. Oh. So. Vom Laden überfallen ist mega geil. So, ich bin jetzt, wie kann ich den Laden jetzt leer machen, Per? Ich hab den Kassierer umgekloppt. Gott, du hast ihn umgekloppt. Ich stehe jetzt vor der Kasse, geh zur Kasse, die er benutzt hat, und räume sie selbst leer. Wie kann ich die leer machen? Dann, rechts ist Steuerkreuz bei der Kasse. Achso, gut, ja, ich mach's gerade leer. Eigentlich sollst du den Typen mit der Knarre bedrohen, dann kannst ich weiß, dein aber Headset da oben stand ich Kreis, um Munition abzulegen, einmal raufgedrückt. Und dann hat er irgendwie den Typen mit Kreis umgekloppt. Na toll. Ja. Eigentlich kannst du den nämlich bedrohen mit der Knarre und dann kannst du rumballern und den anbrüllen. Dann. Gut, jetzt habe ich drei Sterne, jetzt hat er mal abgehauen, ja? Nein, Alter! Der Typ, den ich ihm gekillt habe, der schießt auf mich! Das Arsch! Ich habe ihm noch Reis getan! Oh. Ja, der ist irgendwie sauer auf mich. Jo. Oh. Und ich habe noch einen Polizeiheli am Arsch. Jetzt fängt der Action gleich an. Also, auf jeden Fall, die Idee von GTA Online gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Wenn ich jetzt mir ein Haus kaufe, ne, Per? Mhm. Als Beispiel. Wie ist es denn? Nächstes Mal join ich auf einem anderen Server. Ist ja nicht wie. Ist es denn so wie Daisy Origins, dass ich auf demselben Server irgendwie joinen muss? Nee. Also, ich hab's überall dann, ne? Ich join ganz normal, hab ich überall. Ja. Wenn du willst, kannst du dir sogar mein Haus gleich angucken. Und was, wenn jemand anders genau selber Haus gekauft hat? Dann ist er eben mitten im Haus. Achso. Nein, also, es sieht so aus, als ob er mit dir in einem Haus ist, aber das sind unterschiedliche.
Kannst du hier, wenn du Lust hast, kannst... Hier bleib ich jetzt mal in der Nähe, solange ich muss noch kurz abhauen, bevor die Kopf mich finden. Wenn du willst, kannst du dir das Haus mal angucken von mir. Das ist das teuerste Haus, das kostet 400.000. Ja. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum... wie heißen sie? Rockstar... jetzt 500.000 überwiesen haben, weil jetzt jeder... Ja, das, aber ich glaube ich nicht, ne? Nee, du all die Schwaden wahrscheinlich, ne? Genau, aber jedenfalls, das stand auch im Internet, das ist halt die Entschädigung für den, für die ganze Aktion, was da schief gelaufen ist am Anfang. Ja, verstehe ich nicht, weil jetzt hat jeder das 500.000 Haus und so. 400.000. Jetzt bin ich wieder im Bekleidungsgeschäft. Ja, dann kauf dir mal eine Hose. Aber ich kann die irgendwie nicht einkaufen. Kassiererin tot oder was? Ne, die steht hier. Bist du auch bei so einem richtigen Stand oder? Ich renne gerade ein bisschen rum, ob ich irgendwie falsch stehe, aber eigentlich nicht. Geht denn da irgendwas? Achso, ich musste L1 drücken, jetzt geht das. Achso. Ja. Gut, also das mit dem Sakko das mal scheiße, ich wollte gerne Dings noch. Dass er eben, ich mache mir jetzt einen Styler hier. So, also ein Sakko mit einer Weste unter, weißt du? Oha. Das der auf jeden Fall von Saints Row jetzt. Was mit so einem Sack und so einer lila Weste unter. Oh. Und vom Gesicht habe ich ihn eh schon voll so gemacht. Aber das mache ich jetzt, das Saints Row sieht scheiße aus. Doch, ich mache mir jetzt das Saints Row das Design hier. So. Du hast nicht unendlich Geld, möchte ich übrigens an. 8000 habe ich noch, aber die hat 115 gekostet. Du kannst das Geld übrigens auch auf dein Konto überweisen. Mann, was bringt es, wenn ich das Konto überweise? Dann, wenn du stirbst, dann verlierst du das Geld nicht. Wie kann ich mir jetzt Hosen angucken? Dann muss ich den Hosen drehen wahrscheinlich. Gehst du zu so einem Hosenregal und... Ja, das zählt aber nicht hier, da sind Hosenunterteile, wo sind nur Hosen, ja. Nur Hosen, Mama, da sind, nee, doch, nein, doch. Gibt's ja keine Hosen im Laden oder was? Erstmal Accessoires. Jetzt gibt's dann Accessoires. Krawatten. Das passt. Eine Fliege, wie scheiße sieht das denn aus? Nee. Uhr. Nee, eine Uhr brauche ich nicht. So, ich möchte gerne eine Hose haben. Wo kann ich mir denn eine Hose holen hier? Irgendwo hinstellen und dann mal testen so. Ja, ich gehe auch schon dumm in der Gegend rum. Um die Oberteile anzusehen. Oberteile. Hüte! Ach, brauchen wir nicht. Auch, aber. Ein Helm. Kopfhörer passt nicht zum Typ. Mit denen auch nicht. Cowboy-Hut. Wie scheiße sieht der denn aus damit? Alter, das passt ja gar nicht zu meinem Typ. Ey. Oh, herrlich. Was ist das denn hier? Alter, ich mach mal das gerade so richtig hässlich, ne? Das ist der Hammer. Komm, den Hut kaufe ich auch noch. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Geld aus hier, egal. Aber egal. Wir gönnen uns halt mal. Würde Marke sagen, mal sagen. Oberteile. Hosen, endlich. Da. So. Jeans, Turnhosen passt nicht. Passt das zum. Nein, passt nicht so gut. Anzughose. Ja, ich will. Sporthose zum Anzugoberteil. Also kurze Shorts mit Anzug als Oberteil, Pierre. Das passt doch super. Ja. Nee, komm, ich kaufe mir jetzt eine Anzughose. Das muss ja schon perfekt aussehen. Alles, das komplett Paket. Und ich hab so einen Anzug an, noch so einen scheiß Hut auf. Das passt gar nicht. So, und dennoch Sandalen dazu. Das wäre immer perfekt. So Flipflops hier. Elegante Schuhe. Was gibt's denn da? Nee. Da drauf muss ich erstmal einen Whisky trinken. Ne? Gut, habe ich noch Schuhe gekauft, habe ich da kein Geld mehr. Ich muss noch ein bisschen Sonnenpflege kaufen, ist so hell draußen. Bei mir ist es tiefste Nacht. Bei mir auch. So. Hab hier vorhin den Styler. Oh, jetzt wird's hell. Wann habe ich die Mission abgeschlossen? Achso, Simon ruft an. Only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. Oh Gott. I've got a fun whiskey zu viel. Who can help you out? For sure. So, besorge dir ein Fahrzeug.
Ich gehe mal auf Pause-Menü. Kann man noch, stand noch irgendwo online? Cruise hier. Hier, meine Cruise. Wieso? Ach, die andere gibt's gar nicht mehr. Irgendwie habe ich noch ein Gefühl. Painkillers, die offizielle Max Payne Crew war das. Lieber als die IGN Crew. So, hier ist Painkiller als Crew. Awesome. Du hast während der Sitzung deine Crew geändert. Du kehrst jetzt zur Charakterauswahl zurück. Na super. Achso, man kann sich mehrere Charaktere machen. Okay. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt bei 45 Minuten, das reicht auch. Jetzt habe ich mal alles ein bisschen gezeigt. Dann würde ich mal sagen, mal schauen, ob ich in den nächsten Tagen ein LP dazu beginne. Schreibt es mir in die Kommentare oder liked einfach, oder ja, ob es euch gefällt oder nicht. Likes, Dislikes und Kommentare können mich dazu dann überzeugen, ob ich es mache oder nicht. Dann danke ich fürs Zuschauen. Danke, Per, dass du mal kurz dabei warst. Ja, kein Ding. Jo, haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.